Willkommen beim Gamers Global angetestet Video zu The Witcher 2. Hier sind wir mit dem Hexer in dem Zwergenstädtchen Vergen unterwegs. Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass The Witcher 2 ein grafisch äußerst ansprechendes Spiel ist. Mit besonders viel Liebe zum Detail wurde dabei bei der Modellierung Geralts vorgegangen. Achtet besonders auf die scharfen Texturen. Hier betreten wir einen aufwendig aufgemachten Marktplatz, auf dem Händler ihre Waren feilbieten. Wie es sich für eine Zwergenstadt gehört, wohnen hier vor allem Zwerge. Auch die Außenareale sind sehr schön anzusehen, achtet besonders auf die dicht stehende, sattgrüne Vegetation. Ob diese Qualität bei der grafischen Darstellung allerdings auch in weitläufigen Außenarealen zu halten sein wird, das muss sich noch zeigen. Jetzt haben wir aber genug von den Außenarealen gesehen, auf in den Kampf. Die Kämpfe von The Witcher 2 spielen sich angenehm flott und actionreich, deutlich actionreicher als etwa im Vorgänger. Durch behendes Rollen über das Schlachtfeld verschaffen wir uns strategisch günstige Positionen. Wichtig ist außerdem, dass wir das richtige Zeichen zum richtigen Augenblick zur Hand haben. Zeichen sind die Zauber in The Witcher, von denen haben wir bereits 5 selbst ausprobieren können. An den gezeigten Materialien wird klar, dass auch The Witcher 2 nicht gerade zimperlich bei der Darstellung von Gewalt vorgeht. Kommen wir aber nun zu einigen Nebentätigkeiten im Spiel. Unter anderem durch Würfeln können wir unser Budget aufstocken. Alternativ messen wir uns im Armdrücken. Dieses Minispiel gewinnen wir, indem wir den kleinen grünen Knopf in dem markierten Bereich halten. Dann wären da noch die bereits aus dem Vorgänger bekannten Faustkämpfe. Hier gilt es, im richtigen Augenblick die richtige Taste zu drücken. Während Geralt jetzt noch diesen NPC hier verprügelt, verabschieden wir uns bereits an dieser Stelle von euch. Solltet ihr mehr über The Witcher 2 wissen wollen, empfehlen wir euch unseren ausführlichen Angetestet-Artikel. Bis bald!